Erste Hilfe ist echt cool. Wie kann ich Rettungssanitäter beim Roten Kreuz werden? Hallo Bernie, ich bin Dienstführender auf der Ortsstelle. Schön, dass dich du für die Rettungssanitäter-Ausbildung interessierst. Ich gratuliere zu dem Entschluss, ein Teil der großen Rotkreuz-Familie zu werden. Die Rettungssanitäter-Ausbildung besteht aus drei Teilen. Du hast erst 100 Stunden Theorie, dann machst du 160 Stunden Praktikum im Rettungsdienst und dann kannst du dich zur konventionellen Rettungssanitäterprüfung anmelden. Wenn die absolviert ist, bist du mit der Ausbildung fertig. Vor der Ausbildung haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Unser persönliches Gespräch, ein Motivationsschreiben, dein Leumundszeugnis von der Standortgemeinde und natürlich ein Schnupperdienst. Der kann schon richtig spannend werden. Und dann geht's schon los. Bernie, toll, dass du dabei bist. Es kann sein, dass ich einer von deinen Lehrsanitätern bei deiner theoretischen Rettungssanitäterausbildung bin. Hallo, ich bin der Felix. Und wenn es soweit ist und du möchtest, begleite ich dich gerne auf deiner Sani-Ausbildung. Ja, was haben wir denn? Einsatz. Vorbereitung für den Ernstfall, einen Rettungsdienst fast üben, üben, üben. Ich bin der Max und unterstütze in deiner praktischen Ausbildung. Wir absolvieren gerade den Zivildienst beim Roten Kreuz und sind schon fast fertig mit unserer Rettungssanitäterausbildung. Wir können dir schon einiges zeigen und dich bei diversen Arbeitsabläufen unterstützen. Und immer gut zum Wissen, durch die Ausbildung erlangst du eine anerkannte Berufsausbildung. Ich werde Rettungssanitäter. Ja, das freut mich. Gute Entscheidung. Das heißt, wir sehen Sie also bei der nächsten Rettungssanitäter-Ausbildung. Und wegen der Prüfungsvorbereitung kein Problem. Wir unterstützen dich gerne. Und auch auf dem Weg zur konventionellen Abschlussprüfung zum Rettungssanitäter begleite ich dich sehr gern. Super, Dankeschön. Ich freue mich. Ja zum Rettungssanitäter. Komm, sei du auch dabei. Nicht wegschauen, Rettungssanitäter beim Roten Kreuz werden. Anrufen, informieren, ausprobieren und starten.